Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Secret of Evermore. Heute an Heiligabend 2015 gibt es endlich die finale Folge. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ja, ich habe meinen Charakter ein bisschen aufgestuft, meine Waffen ein bisschen aufgestuft. Habe hier mal noch schnell die Zutaten wieder aufgefüllt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder hoch an die Oberfläche. So, jetzt muss ich mal kurz zum Hund wechseln. Weil diese Viecher hier... sind nicht ganz ohne. Da muss man jetzt aber nicht unbedingt die ganzen Granaten hier verballern. Brauche ich nämlich für den Endkampf. So. Ja, wir sind bei A2. Und, verrugelt das jetzt so wie Sau hier. Ja, es kann auch an der ROM liegen. Die ROM ist ja sowieso ein bisschen verbuggt irgendwie. Ich hoffe mal, dann gibt sich das dann wieder. Ja, hier wäre A4. Wenn wir jetzt da runter gehen, können wir wieder zu Professor Seltsam. Wir können hier einfach durchlaufen nach A1. Und da wartet jetzt der finale Gegner auf uns. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den jetzt beim ersten Mal schaffe. Schauen wir mal. So, Moment, ich wechsle auch mal noch zum Laserschwert. Ich muss jetzt nicht die Granaten verballern. Die hebe ich mir für Edgar auf. So. Den Hund kann ich ruhig auf aggressiv stellen. Der macht auf Stufe 3 nämlich richtig Schaden. Das auf jeden Fall. Ja, seht ihr schon, 915 bei den normalen Gegnern. Mal sehen, was er denn bei den... bei den Endgegnern an Schaden anrichtet. Also ich war bei meinem Original-Spielestand ein bisschen höher im Level. Wie hier. Ich hoffe mal... dass das ausreicht. So, hier müssen wir die Energieeinheit dann einsetzen. Ich suche aber noch jemanden. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, dieser hier hat seinen Kumpel gesucht, ne?
Und da gibt uns jetzt noch den Zauberspiegel. Reflektiert Zaubersprüche. Den, also das Hundeleben kann ich rausnehmen, weil das funktioniert sowieso nicht. Dafür nehme ich mal die Gigakraft mit rein. Kraftfeld habe ich drin. Die Heil... Obwohl... Ja gut, wir versuchen es einfach mal, so wie wir jetzt ausgerüstet sind. Mal gucken, ob es ausreicht. Mal schauen, ob es ausreicht. So. Das macht er schon automatisch. Ja, ich würde gerne den Spielestand speichern. Und jetzt geht's los. Endlich. So. Na, geh jetzt. Irgendwie geht. Ich weiß es. Oh Gott, wie war denn das jetzt gleich? Lass mal überlegen. Wow, Alter. Okay, einer ist weg. Wow, geh weg, geh weg, geh weg. Ich heile mich jetzt mal schnell hoch. Das war jetzt ein bisschen ein unglücklicher Start.
war ein bisschen ein unglücklicher Start. So, ja, die Dinger sind kreuzgefährlich. Die Bomben. So. So, ich wollte mal sagen, und jetzt? Wow! Alter! Wow, 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 wow! So, dafür können wir aber die normalen Zauber verwenden. Au, wow. Eieieiei. Ah! Wow. Halt. Na, jetzt müsste er aber auch bald mal weg sein, ne? Jo. So, es kommen jetzt noch ein paar Gegner. Ich weiß gar nicht, muss ich hier wieder hoch? Schon wieder Raptoren. Okay. Wow, Miss. Okay. Dann probieren wir es halt so. So, da kommt er wieder putzen, der Kleine. Ah! Voll reingerannt. Verdammt. Ich kann den Hund nicht heilen, oder was? Nektar geht. Frischzellen geht nicht, okay. Kriegt er einen Nektar. Wow, fuck. Ah, ich hing hier fest an der Ecke. Ich hing hier fest an der Ecke. Ups. So,
Wow. Alter. Wow, 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 wow. Fuck. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, ne? Das ist ja furchtbar, ist das ja. Alter, das ist ja übel. Alter, ich komme ja nicht mal zum... Wow. Okay, ich bin im Level eindeutig viel zu niedrig für diese Stelle im Spiel. Viel zu niedrig. Alter, das ist so abartig, ne? Au, Mann. Das kann man ja auch nicht ausweichen, ne? Das ist ja übel hier. Alter, die treffen mich, während ich schieße, ne? Das ist nicht denen ihr Ernst, oder? Boah, sind die bald down? Mir geht ja langsam der Heilzauber aus, ey. Shit. Alter. Jetzt nochmal kommen, dann muss ich dringend mit den Schildzaubern und den Zauberperlen arbeiten. Sonst kriege ich hier Riesenprobleme. Aber richtig. So, ich muss jetzt erstmal den Hund heilen. Okay. Ah. Alter, ist doch schnell. Ist der schnell? Was könnte ich gegen den mal einsetzen? Toll, 13, was will ich denn damit? Was will ich denn damit? Ich komme nicht mal zum Schießen, ne? Ich komme nicht mal zum Schießen. Boah, was der aushält, ne? Was der aushält. Nein. Oh, fuck. Ah, nee, die verschieße ich nur. Das ist auch nichts. Mann, jetzt lass mich doch mal ins Menü, ey.
echt nicht mehr normal hier. Nein, will ich nicht. Das will ich. Alter, ich habe noch nicht mal B gedrückt zum Schießen, ne? Ich komme nicht mal dazu. Mein Gott, du blöder Hund, jetzt triff ihn doch mal. Ist doch nicht so schwer, oder? Alter, fick dich. Sorry. Ich komme nicht mal ran an das Mistvieh, ne? Elendes Drecksvieh von Hund. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Alter. Wow. Wow. Lass mich weg. Wow, was ist jetzt? Oh. Mein Hund darf nicht sterben, weil... den kann ich nicht wiederbeleben. Alter, ist das übel, ey. Also der Level ist, Leute, stuft eure Charaktere vor diesem Kampf unbedingt auf Level über 50. Nur ein gut gemeinter Rat, ne? Also nur über 50, definitiv. Au, Mann. Ja, genau. Hau mir noch eine Höllenfaust drauf, du Flasche. Boah, ey. Übel. Übel. Dass der auf einmal zaubern kann, ne? Ist der bald tot, ey? Ist der bald tot? Alter, jetzt lass mich doch weg hier, ey. Boah. Ey, ist das übel. Ist das übel. Ich werde hier sowas von sterben, glaube ich. Ich komme nicht mal bis zu Edgar, glaube ich. Wow. Ich brauche aber auch definitiv die Schildzauber... Boah. Für Edgar.
fuck, ey, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt. Ich weiß es echt nicht, wie ich es machen soll, ey. Ich weiß es echt nicht. Boah, ey, der ist so übel, ne? Der ist so übel stark, ey. Hält er sich auch noch? Ey, was ist das denn? Wow. Boah. Abartig. Also es war ein extrem böser Fehler, mit Level 43 hier reinzugehen. Echt. Ich weiß noch, damals beim Originalspiele stand. Wow. Hab ich auf Level 99 gestuft. So, bei Edgar ist das jetzt ein bisschen Cheating hier, was ich mache. Es ist aber die einfachste Methode, ihn zu besiegen. Ja, es ist... Wie gesagt, es ist eigentlich schon fast fies, was ich hier mache, aber... Der Hund kann ihn hier nicht angreifen. Das ist natürlich der Nachteil. Aber wenn ihr einen niedrigen Level habt, stellt euch wirklich hier in die Ecke und attackiert Edgar dann von hinten. Das ist echt das Beste, was ihr eigentlich tun könnt. Weil wie gesagt, ansonsten macht er euch ja platt. Wenn wirklich schon die anderen Gegner so heftig sind, dann macht er euch ja platt. Wow, wow, wow. Ich weiß gar nicht, wie viel HP der hatte. Ah, der Lavarix jetzt, der war schon krass, also... Der war krass. Als er sich dann noch zwischendrin geheilt hat, ey, das war übel. So, ihr könnt Edgar jetzt hier alles reinballern, was ihr habt. Einfach drauf. Bazooka immer wieder aufladen lassen. Allerdings auch treffen, natürlich, ne?
Dann müsste er eigentlich auch irgendwann mal down sein. Treffe ich ihn nicht mehr. Jetzt treffe ich wieder, okay. Irgendwann. Yo. Da hat mein Hund mal zugeschlagen. Na wow. Und wir erreichen Level 44. Na, das ist ja nice. Und da hat sich natürlich die ROM aufgehängt. Ich find's doch geil. Ich find's doch geil. Dafür wirst du bezahlen, Mensch. Okay. Nicht so vorlaut, Blecheimer. Nein, ich verliere meine Kraft. Ja, ist auch gut so. Edgar hat das Gebäude verlassen. Sieht aus, als ob sein TÜV abgelaufen wäre. Na, super. Hey, Prof. Was wird denn aus Evermore? Gute Frage. Keine Ahnung. Edgar hat die bösen Kreaturen in Evermore erschaffen. Nun, da er deaktiviert ist, schätze ich, dass sich alles wieder normalisieren wird. Doch sieh lieber selbst nach. Ich werde dich nach Evermore beamen. Mit meinem Projekt Nullmatic Zapdrator, du lieber Gott. Also mal sehen. Drücke mal hier drauf. Und zieh mal da. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt auch dort raus, wo wir hinwollen, ne? Ne, das sieht doch gut aus. Die Wüste, jawohl. Alle Monster zerstört, super. Ja, beim ersten Versuch hatte sich das Spiel, beziehungsweise die ROM aufgehängt. Ich muss den Kampf gegen Edgar jetzt nochmal machen, aber das war ja nicht das Thema. War ja relativ einfach eigentlich. Mit dieser Taktik. Ich dachte, jetzt hätte ich es schön wieder aufgehängt. Ich hätte jetzt, glaube ich, weiß ich nicht. Das wäre jetzt im Rage-Modus geendet. Das erinnert mich an den Monsterkampf in Milchtitenmassaker. Ja, super. Nun, ich schätze, Evermore wird von einer gewaltigen Explosion zerstört werden. Durch die Deaktivierung von Edgar ist das Gleichgewicht der Kräfte aus den Fugen geraten. Okay. Dann sollten wir hier langsam mal verschwinden, glaube ich, ne? Die einzige Möglichkeit, alles zu retten, ist Evermore zu verlassen. Ja, dann tun wir das doch, ne? Ich würde auch gerne mal wieder nach Groß-Ostheim oder so. Wir sollten nun gehen und unsere Freunde mit uns nehmen. Oder Evermore wird nicht mehr lange seinen Namen gerecht werden. Hörst du mal bitte auf, hier einen herzulatschen wie so ein... Ah, jetzt. Okay. Da kommt einiges auf uns zu. Mhm. Ich schätze, die Kiste schafft es nicht. Na super. Ist ja toll.
Shorty, du musst nochmal zurückkehren. Och nö. Du musst Zora, Hector und Gunilla finden. Dann erst können wir nach Hause. Das ist Evermores einzige Hoffnung und unsere auch. Wir werden es schaffen. Wie schätzt du unsere Chancen ein? Mal sehen. Ach nee. Na, dann rechne mal. Na? Na? 1 zu? Wie viel? Deine Erfolgschancen sind gleich 0. Ja, super. Dennoch, dabei sein ist alles. Super. Wenn dieses Erdbeben schlimmer wird, ist das ganze Dorf verloren. Okay. Du hast wohl recht. Ja. Die Erdbeeren. Diese Erdbeben waren noch nie so schlimm wie jetzt. Du musst sofort mit mir kommen, Zora. Ja, bitte komm mit uns, damit wir hier weggehen. Nun heißt es Lebewohl sagen. Ich danke dir und den anderen Dorfbewohnern. Ich habe dir so viel zu verdanken. Und nun wird die Welt wegen mir zerstört. Kannst du mir verzeihen? Ja, das waren ja nicht wir, ja? Das war ja Edgar. Genau, das Beben ist nicht deine Schuld. So sieht's aus. Alle meine Schuld. Ich muss euch sofort verlassen. Ja, dann mach, bitte. Können wir gehen, Zora? Ja, bitte, einen Moment noch. Nee, haben wir nicht. Ich werde dich vermissen. Ja. Aber geh jetzt besser, du gehörst nicht nach Evermore. Richtig. Und wir auch nicht. Ich glaube, die Soundbugs sind gerade weg, ne? Na gut, die Grafikbugs sind noch da, aber... Es hört sich ganz gut an. Ja, es hat auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, das Game mal wieder zu spielen. War ja bei mir schon ziemlich lange her. Ich glaube, die Erdbeben werden schlimmer, ja. Du hast recht, mein Freund. Ich hoffe, es bricht keine Panik aus. Falls doch, wird es schlimmer als beim letzten Sommerschlossverkauf. Ja. Beruhige dich erstmal, was ist los? Ja, wir müssen ja weg. Evermore geht unter, wir müssen fliehen. Genau. Ich kann hier nicht weg. Warum nicht? Doch, lass uns gehen. Dies ist nicht unsere Welt. Je länger wir bleiben, desto schlimmer wird es. Hector, wenn der Junge recht hat, solltet ihr auch schnell verschwinden. Keine Sorge, ich werde das Kind schon schaukeln. Ich glaube dir, mein Freund, du bist ein guter Mann, Moronius. Du auch, Hector Lector. Ja, der Doppelgänger war weniger gut. Du. Genug geschwafelt, ihr müsst los, richtig. So, da haben wir Zora, da haben wir Hector, fehlt eigentlich nur noch Gunilla, ne? Oder? Fehlt eigentlich nur noch Gunilla. Oh Gott, ich habe solche Angst. Gunilla, wir müssen gehen.
Evermore geht unter, genau. Für Erklärungen haben wir keine Zeit. Verlass mich nicht. Oh, oh Gott. So, damit sollten wir eigentlich alle haben. Also Professor Seltsam, den wir jetzt hoffentlich noch einsammeln. Oh, okay. Beeilt euch, Leute. Wir müssen zurück nach Groß-Ostheim. Ja, endlich. Die Zeit wird knapp. Adios, Edgar. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Den hätte ich hier gelassen, ne? Obwohl, wenn er einfach mal wieder aufgebaut hätte, wäre auch blöd. Wo ist eigentlich Shorty hier? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Es bleibt nicht viel Zeit. Hoffentlich schafft er es. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Komm schon, Rex. Los jetzt. Los jetzt, vergiss die Katze. Nö, nicht die Katze schon wieder. Wir wollen doch nach Groß-Ostheim zurück. Na, Gott sei Dank. Autsch. Wow, das kam gut. Hallo Rex, und da ist er wieder, der kleine knuffige Hund. Toll, dass du alles gut überstanden hast. Endlich ist alles wieder normal. Groß-Ostheim. Es hat sich nichts verändert. Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt weg waren, ne? Ich frage mich, ob die Nähe zu Nintendo nicht doch meine Fantasie beflügelt hat. Wow. Secret of Evermore. Ich glaube, wir haben die Antwort. Endlich sind wir wieder zu Hause. Gerade noch rechtzeitig. Allerdings. Jetzt gehe ich erst einmal zu meiner Frau. Macht das. Sie müsste inzwischen 63 Jahre alt sein. Oh, okay. Ich glaube, ich werde Evermore vermissen. Ja, ich möchte da nicht bleiben wollen, irgendwie. Und ich meine Sahnetorten. Was wohl aus Evermore werden wird? Tja. Jo, und damit haben wir die Credits und damit haben wir Secret of Evermore auch abgeschlossen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die dabei waren. Zu dem Spiel selbst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer natürlich, dass es eins der besten Super Nintendo Spiele ist, die ich jemals gespielt habe. Ich fand es auch jetzt beim erneuten Durchspielen immer noch richtig geil, auch wenn es manchmal etwas, naja, nicht so ganz glatt gelaufen ist. Und hier sehen wir nochmal, was aus Evermore jetzt geworden ist. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch bei meinen nächsten Retro-Projekten wieder mit dabei. Es läuft ja zum Beispiel noch Chrono Trigger. Und
Es kommt dann auch noch ein weiteres Retro-Projekt, das verrate ich jetzt aber noch nicht im Anschluss auf, im Anschluss an Secret of Evermore. Und nein, es ist nicht Terranigma vorerst. Ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach die Credits durchlaufen und verabschiede mich an dieser Stelle. Und bis dahin. Tschüss.